Name ist Nico Battistini. Ich bin Medienkoordinator an meiner Schule, Gymnasium Rösrath, und bin Medienberater im KT Köln. Ja. Den Medienpass haben wir im zweiten Halbjahr des letzten Schuljahres eingeführt, sind jetzt mit der ersten Phase fertig, haben das Planungsraster erstellt und haben jetzt in diesem Schuljahr mit der zweiten Phase begonnen, das heißt mit der Arbeit in den Fachbereichen und dem Einschreiben in die Curricula. Sozusagen der Deutschlehrer, der Werbeanalyse machen möchte in der 8. Klasse, der vielleicht mit Bildbearbeitungsprogrammen so noch nicht umgehen kann, dass der auch auf sich das, auf das verlassen kann, was vielleicht der Kunstlehrer schon im Bereich Bedienen und Anwenden als Grundlagen gelegt hat, nämlich Bildbearbeitungsprogramme schon in einer früheren Stufe anzulegen. Und der große Vorteil ist, dass man nicht alles nochmal neu machen muss, sondern sich auf Kompetenzen aufbauen kann. Es gibt natürlich ganz am Anfang immer auch kritische Stimmen von Kollegen, die sagen, oh, jetzt auch noch das. Aber ganz schnell hat sich dabei herausgestellt, dass es etwas ist, was nicht noch obendrauf ist, sondern was ein Instrument darstellt, diese ganzen Prozesse der Medienkompetenzentwicklung, der Unterrichtsentwicklung aufzugreifen. Der Medienpass dann sozusagen den zentralen Baustein liefert, nämlich was muss ein Medienkonzept können? Es muss beinhalten, wie ich die Medien im Unterricht einsetze als Kernstück. Es muss eine Aussage darüber haben, wie Ausstattung, also welche Ausstattungsplanung daraus folgt, und es muss eine Fortbildungsplanung, ein Fortbildungsbedarf daraus ableitbar sein und auch im Medienkonzept verankert sein. Und genau das liefert in seiner Struktur der Medienpass NRW. Hallo, ich würde dich gern fragen, ob du regelmäßig digitale Medien privat in deiner Freizeit nutzt. Ja, täglich auch. Meistens über mein Handy. Nicht in allen Fächern, zwischendurch in verschiedenen. Ich glaube so ungefähr 3 oder 4, aber hauptsächlich zur Recherche. Zum Beispiel im Religionsunterricht machen wir verschiedene Dinge wie Präsentationen oder auch Videos und Filme selber machen und schneiden. Ist es deiner Meinung nach wichtig, in der Schule etwas über die Nutzung, Chancen und Risiken digitaler Medien zu lernen? Ja, auf jeden Fall, weil das ja ziemlich wichtig auch in der Zukunft ist und viele Berufe das ja fordern und auch mittlerweile ja fast alles mit Medien funktioniert. Also in der Klasse 5 und 6 benutze ich das halt oft dazu, dass ich dann Physikexperimente durch Fotos dokumentieren lasse, durch Videos dokumentieren lasse oder Endergebnisse halt auch durch Videos dokumentieren lasse. Wir machen Wiki-Einträge, wir machen ganz kurze Kurzpräsentationen, auch mit Keynote. Das sind so die Hauptanwendungsbereiche, die immer wieder und regelmäßig eigentlich vorkommen. Und das klappt auch ganz gut. Wie kommen die Schüler damit zurecht und wie gehst du selbst daran? Mit den Videos und den Fotos haben sie überhaupt keine Probleme. Einige Schüler kennen dann schon Präsentationsprogramme, ob es jetzt PowerPoint oder Keynote ist. Andere kennen die halt noch nicht. Dann kann ich die eine oder andere Grundlage sagen und zeigen, oder die anderen Schüler bringen sich das gegenseitig auch oft bei. In Gruppenarbeit ist das meistens kein Problem. Hallo Katja. Hallo André. Medienpass in Klasse 5, ist das eine gute Sache deines Erachtens nach? Ich denke auf jeden Fall, dass das eine gute Sache ist, denn wir haben Kinder, die aus der Grundschule schon gewohnt sind, dass bestimmte Leistungen, bestimmte Kompetenzen, die sie erworben haben, attestiert werden. Es ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber man könnte ja auch den Füllerführerschein nennen. Und wir haben ja seit Jahren das Methodenplakat, das wir in den Klassen aushängen, um darauf offen zu zeigen, das sind Kompetenzen, die ihr im Bereich Methoden erworben habt. Entsprechend würde natürlich ein Medienpass wirken, indem Sie sehen können, das sind Kompetenzen, die wir im Punkt Medien erworben haben. Ja, vielen Dank.